Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Snapshot Survival. In der Minecraft 1.16, der neue Snapshot ist draußen und damit auch der neue Anker, also ein Block, den wir praktisch nie benutzen werden, weil wir einfach nicht sterben. Also ich will es jedenfalls hoffen, so läuft das bei mir meistens. Und wir werden auch heute ein bisschen was bauen. Und zwar, ich werde Richtung Dorf einen Weg ebnen und dort gibt es ja eine Schlucht. Dort werde ich eine feste, riesige, massive Brücke drüber bauen. Ich hoffe mal, die wird auch interessant, weil die wird diagonal gebaut. Nicht gerade irgendwie über ein Ding, sondern so schräg diagonal. Ich hoffe mal, die wird cool und ja, vieles mehr. Was da abgeht, seht ihr jetzt in dieser Folge, deswegen bleibt dran und los geht's. So Leute, und mittlerweile ist auch der nächste Snapshot draußen und weil er draußen ist, ja, habe ich auch direkt mal geupgradet. Ihr seht das Video wahrscheinlich einen Tag später, als wo die Snapshot-Vorstellung kommt, aber wir haben oben links 20W12 als draufgepackt und ich habe auch schon mal so einen Anchor gecraftet. Ja, habe ich gerade leider nicht dran gedacht, ich wollte das vielleicht noch in der Aufnahme machen. Ist aber auch nicht so komplex und teuer, also das ist ultra, ultra, ultra billig, dieses Teil. Warte mal ganz kurz, wir brauchen, nein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt ist wieder richtig. Wir brauchen dafür Glowstone. Können wir uns hier mal gerade nehmen. Und Crying Obsidian. Davon brauchen wir allerdings. Habe ich. Da habe ich noch eins. So, wir brauchen 6 Crying Obsidian. Und dann können wir den craften mit. Ja, den Teilen hier. Glowstone. Und dann gibt es einen Respawn Anchor. Flupp. Und das habe ich jetzt gerade einfach mal gemacht. So, ups. Alles schon passiert. Glowstone machen wir raus. Oh nee, warte, ich muss Glowstone mitnehmen als Treibstoff. Und ich habe ja die ganze überlegt, wie kann ich denn mein Haus im Nether dekorieren, die Crimson Base. Die sind zunächst mal, ich würde eigentlich auch noch gerne ein bisschen weiter bauen. Die ist ja noch sehr, 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 oh, ich muss was, oh, wir müssen ein Nether-Portal machen. Wir müssen das Nether-Portal noch schön machen. Zunächst mal, hier wird kein Bett reingestellt. Einfach nur aus Sicherheitsmaßnahmen. Allerdings können wir hier unseren Anchor hinstellen. Wollen wir den da hinpacken? Soll der hier hin? Nein, hier würde ich, hier würde ich ein Regal hinpacken. Machen wir nicht. Oh, kann man den abbauen? Ja, er hat die Textur von Obsidian so ein bisschen. Pass auf, hier ist... Oder? Vors Fenster? Vors Fenster? Ja, ich mache den hier vors Fenster und hier kann ich dann ein Regal hinmachen. Vielleicht auch noch aus den Trapdoors oder so. Und ich bepower den einfach mal. Also Glowstone, flupp. Flip, flip, flip. Und jetzt könnte ich hier mal einen Respawn-Punkt setzen, wenn ich das wollte. Will ich aber gerade nicht. Also ich muss nicht unbedingt im Nether respawnen, wenn ich jetzt hier nackig rauslaufe. Und dann kommt wieder irgendein Hawklin, rasiert mich weg. Das ist ungünstig. Oder ein Piglin. Na, ja, siehste? Genau, siehste. Warum sollte ich hier respawnen wollen? Warum sollte ich genau hier respawnen wollen? Hier hinten aber die übelste Gang am Start, ne? Hä, aber die sind ja übelst schnell. Huch! Was geht denn hier ab? Hä? Wie schnell rennen die denn? Alter, die haben ja übelst Speed drauf. Und die machen übelst den Damage. Oh, Leute, guck mal, der geht auch rückwärts so zurück, wenn ich nahe komme. Hä? Okay, das ist aber sick. Die nehmen jetzt auch richtig Abstand. Also, oh mein Gott, war das schon die ganze Zeit so? Wenn ich weggehe, schießen die auf mich. Wenn ich nah rangehe, laufen die auch zurück und nehmen Abstand. Das hat... WTF, das machen ja auch nicht mal Skelette. Was zum Geier? Also das ist schon, die eifern nicht so, die können rückwärts laufen. Ja, komm hier, lauf mal weg. Ja, nehmt Abstand. Okay, also das ist schon, hat sich was geändert hier. Und jetzt kommt die nächste, die rennen auch so schnell einfach. Die rennen so Spaß auf, was wenn ich hier oben drin stehe? Kommen die hier rein oder trauen die sich nicht rein? Na, die kommen rein. Ich habe doch Soulfire oben drin. Die können auch Türen auf und zu machen. Da müssen wir auch aufpassen. Ups. Okay, die sind natürlich ein bisschen fix. Also Leute, nebenbei, falls ihr es irgendwie schon in der Snapshot-Vorstellung gesehen habt oder so, ich nehme das Video gerade auch vor der Snapshot-Vorstellung. Der Snapshot ist gerade frisch rausgekommen. Und ja, hier bin ich. Sag mal, hä? Das ist nicht normal. Guck mal, wie... Die haben super Speed. Erzähl mir keinen. Also safe and back. Die rennen ja übelst schnell. Die sind übelst schnell. Bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich würde mal sagen, wir können auch hier mal die Base so ein bisschen ausbauen. Ich habe leider bei der Sprengung von den Netherite Ores in der letzten Spreng-Session jetzt nicht so viel gekriegt. Ich würde wirklich gerne noch die Axt und die Schaufel auf Netherite machen. Dann können wir weiter gucken. Ich habe wieder ein neues Manning-Buch und so und dann schauen wir mal.
Vielleicht können wir hier drin auch einen Brauerstand setzen. Ich könnte auch immer zur Festung gehen und noch ein bisschen was farmen. Also ein bisschen Blaze Rods farmen, damit wir neue Brauerstände machen können. Ich habe nur zwei Blaze Rods gekriegt. Aber ja, da war ich ja noch mit dem schlechten Equipment. Jetzt habe ich ja geiles Equipment. Ich muss mal die Festung komplett rasieren. Muss ich auch noch mal machen. Aber so zum Zwischenstand. Ich würde sagen, ich hole noch mal ein bisschen neues Zeug und neues Netherite, wenn es geht. Und dann upgraden wir mal die Sachen. Und dann ist wirklich perfekt. Und dann, ja, würde ich sagen, neue Mending-Bücher traden. Aber so viel erstmal zum Zwischen. Ich dachte, ich zeig's euch gleich. Also. Und ein Dekorieren von dem Crimson House mache ich auch noch. So, Leute, nächste Sprengung. Was wird es diesmal sein? Werden wir genug hinkriegen oder nicht? Ich hoffe, ja. Kaboom. Und leider nein. Kaboom. Leider nein. Ich hoffe, dass das Sprengen weitestgehend immer interessant ist. Ich würde hier auch nochmal rangehen. Nope. Mal schon. Das ist so frustrierend. Warum kriege ich so wenig Netherite hier nur? Ich mache schon ziemlich viel weg. Da, okay, hier haben wir eins. Also ein Ancient Debris. Ja. Now, disappointing. Ich hätte gerne 4 Stück. Eins habe ich. Nix. Komm schon, Leute. Nix. Nächster Versuch. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Ihr seht schon vorne das Ende. Ja, noch eins. Zwei habe ich. 2 von 4. Ja. Und natürlich Lava kommt auch rausgesuppt. Aber ich habe die jetzt hier... Okay, die versiegt gerade. Dann nochmal. Die kommen schon 2 weiter noch. Nope. Nope. Ja, es wird wieder eng. Wie frustrierend. Vielleicht werde ich auch einfach mal ein bisschen buddeln noch so, weil ich jetzt nicht mit Betten nochmal sprengen will. Wenn ich schon mal vor Ort bin, dann buddel ich ein kleines bisschen. Ja, und die ganzen Quellen machen wir noch weg. So, jetzt wird wirklich nicht mehr viel. Kaboom. Nope. Nochmal nope. 3 Stück noch. Nope. Vielleicht habe ich ja Glück und eins davon irgendwie noch... Oh, warte, was hast du hier gemacht? Ah, ich habe zugebaut. Nope. Das ist ein huge Nope hier. Das ist der übelste Lavasee dahinter. Und... Nope, nope, nope. Ich sammle die mal ein. So, ich habe noch per Hand ein bisschen gebuddelt und... Hab noch ein bisschen was gefunden. Wir haben jetzt 7 weitere Netherite Scraps. Wir kommen nur auf 13? Ah ja, ich habe eins zusätzlich gefunden. Eins haben wir zusätzlich gekriegt. Und jetzt muss ich noch mit Gold das Ganze zusammen craften. Bitte schön einmal zu Netherite Ingots. Nee, warte mal ganz kurz. Stopp. 2 reichen. Genau. Und das andere, das hebe ich mir gerade mal auf, vielleicht für Deko-Sachen. So, ich war noch am Überlegen, mir ein neues Schwert zu machen. Nochmal ein anderes, allerdings mit Smite 5 drauf, damit ich eventuell nochmal sowas wie Wither-Skelette one-hitten kann. Das wäre ganz nett. Und die überschüssigen Netherracks können wir rausschmeißen. Ich habe die jetzt einfach per Hand ein bisschen abgebuddelt, habe die Spitzhacke wieder repariert dann im Anschluss und so weiter und so fort. Und dann würde ich jetzt sagen, ab zum entsprechenden Schmiedetisch. Schaufel. Sehr gut. Und die Axt. Boom. Jetzt haben wir doch mal richtige Werkzeuge. Und was ich mal testen wollte, also man kann auch mit der Axt nur die Insta meinen, ne? Nee, kann man glauben. Also ich meine es auch Holz. Man kann die Nether-Holz-Sachen instamine, aber die Holz-Sachen hier oben nicht. Ach ja, ich habe hier hinten nochmal eine Schneise so ein bisschen in den Wald. Kann ich hoch? Nee. Ich habe eine Schneise in den Wald geschlagen hier hinten, damit ich mit dem Pferd mal zum Dorf reiten kann und so. Aber ich habe hier bei dem Waldstück mit den Tannen noch nicht weggehackt. Ich kann mal kurz noch hier vorne gehen. Wie sieht es denn aus? Hier vorne ist ja relativ gut dran. Hier kann man hoch, aber vielleicht kann ich das auch noch wegmachen. Diesen einen Baum. Achtung, und kann das Ding instamine? Ich glaube nicht. Nee, kann es auch nicht. Also es ist schon super schnell für Holz. Es ist super, super schnell für Holz. Ja, genau, hier geht es dann jetzt hoch und hier ist die Schneise drin zum Langreiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber wir könnten hier so eine kleine Brücke bauen. Eine Brücke von irgendwie vorne rüber, vielleicht so eine Diagonale sogar.
Ja, lass das machen. Also einfach nur aus Spaß, weil wir Spaß dran. Wir brauchen die Brücke nicht unbedingt, aber es ist, glaube ich, interessant, so Sachen mal zu bauen. Why not? Machen eine Brücke, die darüber geht. Können wir beliebig jetzt hier draufstellen. Da kann ich einen Weg machen, der von vorne her lang geht und dann. Ja, guck mal, wenn du so schnell abbauen kannst, dann macht das Holzfarben noch Spaß. Also. Das sind ja ganz, ganz andere Züge als von Craft Attack Farming oder so. Aber da ich auch, glaube ich, keine Efficiency 5 drauf. Naja, dann ziehe ich mal eine weitere Schneise rein und wir sehen uns wahrscheinlich, wenn ich fertig mit Bauen bin oder je nachdem. Mal gucken. So, Leute, machen wir weiter. Ich habe hier gerade geterraformt noch und da ist noch was Neues entstanden. Neben so ein kleines bisschen Ausbauen. Jedenfalls der Weg steht jetzt auch. Da war, glaube ich, zuletzt stehen geblieben. Ist wieder ein anderer Tag, wo ich jetzt diese Sequenz aufnehme. Aber ich packe mal die Sachen in eine Folge rein. Ihr wisst Bescheid. So, und wenn ich jetzt hier lang laufe. Ja, hier kann man auch wieder hochmachen. Ich habe hier ultra geterraformt so ein bisschen. Beziehungsweise hier geht's. Was ich machen kann, ist, wenn ich hier nochmal so ein bisschen. Ja, hier etwas früher hochgehe, oder? Ja, bis das so gleichmäßig aufbaut. Nee, vielleicht kann ich ja diesen Teil hier noch zumachen mal. Hier läuft auch noch ein Hundi rum. Braves Hundi, besten Dank. Jedenfalls, ich habe hier vorne eine Brücke gebaut, die die beiden Landstücke verbindet. Und die ist auch mehr oder weniger schon fertig. Hat einen kleinen Tacken gebaut, aber ich dachte mal, ich zeige sie euch natürlich auch hier in der Aufnahme nochmal. So in der Art. Na, vielleicht einen noch hier. Irgendwie so kann man das mal. Da, so. So kann man das machen. Also, die Brücke ist hier vorne und sie sollte auch relativ massiv sein. Man sollte mit dem Pferd drüber reiten können. Und ich habe noch eine Besonderheit gemacht. Sie ist diagonal gebaut. Das heißt, nicht irgendwie gerade über die Schlucht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ist auch einfacher zu bauen, auch weil in den Seiten das dann einfacher ist mit Stufen und allem Möglichen. Aber diagonal kann nicht jeder bauen. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, probieren wir das hier. Ich habe auch mal was auf die To-Do-Liste geschrieben, nämlich ein diagonales Haus zu bauen. Kommt also auch noch bei uns ins Village mit rein. Von hier oben sieht es aber. Hey, von hier oben sieht das Village echt belebt aus, muss ich sagen. Ich muss über so Schornsteine reinbauen. Wenn da was animiert passiert, dann ist das cool. Ich war mir nicht sicher, wie ich hier an den Seiten so die Teile mache, die Stützpfeiler nach oben. Deswegen habe ich einfach mal so ein bisschen gebastelt. Ich habe auch so gemacht, dass die in der Mitte ein bisschen eingesackt ist. Ja, so ein bisschen vertieft. Von unten ist es dann auch flach und dann kann man auch hier die Trapdoors aufmachen. Die bilden hier so den Boden und ich habe hier mit verschiedenen Blöcken die Säulen. Ja, gemustert und dann geht's hier runter und von hier unten haben wir ja auch noch so ein bisschen Stützen an der Seite und hier Stone Slabs. Jedenfalls das ist das Brückchen und ich hoffe mal, das sieht ganz gut aus. Ich bin damit nicht unbedingt zufrieden, aber für eine diagonale Brücke geht es, glaube ich. Es ist einfach schwierig. Ich wollte so ein bisschen mehr so brückenmäßig so eine Stütze, man so eine Schräge. Aber wie ich denn eine Schräge machen in einer Diagonalen noch zusätzlich? Gut, mit ganzen Blöcken vielleicht, aber. Naja, das passt erstmal. Hier kann ich auch so ein paar Sachen machen wie zubauen. Ich habe hier oben Bäume noch weggemacht. Die sind decayed, deswegen sieht man ein bisschen mehr. Hier gibt es keine kleine Cave-Eingänge, aber die sind irgendwie nicht so schön. Das ja, lassen wir einfach mal verschwinden, würde ich sagen. Gut, dann machen wir hier auch nochmal zu. Ja, und die Cave vielleicht so ein kleines bisschen offen lassen. Das passt dann. Schön. Dann gehen wir wieder zurück und ich habe noch mehr gebaut. Ich habe nämlich jetzt im Nether die Crimson Base etwas optimiert. In dem Haus, was wir hatten, gibt es etwas Neues. Ich habe da endlich mal die Innendeko gemacht und ich sehe auch gerade noch etwas. Ich muss ja auch noch das. Müssen wir mal über das Nether-Portal reden. Weil das Nether-Portal, das steht da vorne schon so die ganze Zeit allein gelassen und. Da habe ich ein bisschen Optimierung gestartet. Ist noch nicht fertig. Also, Netherbase ist fertig, das hier noch nicht. Da sehen wir ein Skelett. Ja, da ist ein Skelett, auf das es brennen möge und verbrennen möge. Irgendwo hat noch eine Spinne, die hängt da oben. So, da hing eine Spinne. Lass das mal so korrigieren und schon wieder. Ja, ist egal, der hat ein Skelett. So, hier vorne, das Netherportal. Hier mache ich mal echt hier kurzen Prozess. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen was vorbereitet. Das ist das alte Portal, das stand die ganze Zeit hier vorne. Ich habe auch mal die Notizschilder umverlegt, hier so vor den See gestellt, ne? Und wir können das alte Portal jetzt abbauen. Das neue ist auch schon eingeschaltet. Das alte ist allerdings noch verknüpft, theoretisch. Also, wenn ich jetzt durchgehe, lande ich hier, es sei denn jetzt, also, ich baue es ab und so. Pass mal auf, dann nehmen wir noch mal ganz kurz hier das Obsidian mit. Ja, tüten das ein und
Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen was optimieren, weiterbauen. Ich war folgendes am Überlegen. Hier vorne hat das jetzt so gebaut, dass es aussieht, als wenn irgendwie so ein Meteorit eingeschlagen wäre, sage ich jetzt mal, ne? Und ich habe eine Vertiefung im Boden gebaut und auch den Berg dahinter war, den habe ich komplett abgetragen, hier wir sehen, oder fast komplett abgetragen, hier so einfach abgetragen, vertieft und dann in so ringförmige, ja, seismische Einschläge markiert, wie so ein Asteroid einfach, ne? So ein kleiner Krater, der einigermaßen ein bisschen random aussieht, aber ein bisschen realistisch aussieht, weil nicht zu symmetrisch, aber auch nicht, ne? Also passt. Hier drüben ging nicht. Da habe ich jetzt leider hier oben eine sehr starke Kante gehabt und deswegen habe ich hier mit den Blöcken gebaut, mit so einer kleinen Klippe. Und ich dachte mir folgendes: Was ist denn, wenn wir jetzt gleich mal hier hingehen und die linke Seite mit Crimson Items bewachsen, aus dem Crimson, so ein roter Wald, und rechts so ein grüner Wald aus dem Nether. Und dann kann man meinetwegen hier so langlaufende Tritra, trulala, läuft hier lang und dann. Hier kann ich aus Lagerfeuern so eine kleine Brücke dahin bauen, ne? Und links und rechts ist dann dementsprechend die beiden Nether-Biome. Source and Valley lasse ich gerade mal aus. Ich würde einfach die beiden Bäume machen, weil das so Komplementärsachen sind und das passt ganz geil. Gut, und dann gehen wir auch schon rein. Portal müsste schon funktionieren. Das ist halt jetzt ein rundes Portal. Ja, nee, Leute, nur nebenbei. Das ist natürlich kein gerundetes Portal, sondern ich schummel da. Ich schummel. Hiermit. Das Portal ist eigentlich eckig. Ihr wisst doch schon, das Runde muss ins Eckige. So wie ihr es von hier vorne sehen könnt. Und dann habe ich da so ein ganz kleines bisschen geschummelt und von vorne sieht es einfach 10-mal geiler aus, ne? Gut, und dann geht das da rein. Das war sehr erfolgreich. Einmal hinten runtergehüpft, einmal hier rein. Und die Crimson Base knüpfen wir uns vor. Da habe ich die Inneneinrichtung durch. Ich möchte so auch noch mehr machen. Ich war am Überlegen, vielleicht nochmal so eine Schmiede zu machen, so eine Nether-Schmiede. Ich glaube, das würde ganz cool aussehen, auch mit Golderzen, die da sind und vielleicht auch irgendwie Kohleerzen aus der Overworld. Jedenfalls, ich gehe mal kurz ins Haus rein. Ja, von außen kennt ihr es schon. Ihr seht, ich habe hier oben schon dekoriert. Hier hängt jetzt ein Wither-Skull dran. Ich meine, ist ein Nether, von daher passt das. Gehen wir hier rein und von hier innen ist jetzt ausdekoriert. Ich habe den Anker reingemacht. Respawn-Anker mal reingebaut. Ich habe einige Regale gemacht mit Braustand und so. Hier hinten ist eine Sitzecke, Bücherregal, Lektern am Start, kleine Tische und so. Und in den Kisten, übrigens, Leute, ist es egal. Ich werde jetzt Kisten in meine Häuser im Nether integrieren. Ich laufe die ganze Zeit mit Netherite rum. Das heißt, die Piglins, die greifen mich so oder so an, egal was ich mache. Hier, Baby Piglin. Gut, die Babys greifen tatsächlich nicht unbedingt an, aber die Erwachsenen greifen mich an. Und wenn die es sowieso tun, dann wen juckt's. Also Kissen in Nether, ist mir egal, ob die Aggro werden sie sowieso. Am Anfang ist nicht so optimal, aber ja, zwei Kissen, ein Fass, ein bisschen Deko hier oben noch mal drin. Totem of Undying habe ich einen Itemframe geballert und hier nochmal einen weiteren Wither-Skull über der Tür drüber. Und ja, das ist die Innendeko von meinem Häuschen. Ofen mit Kamin oder so. Vielleicht kann ich tatsächlich. Oh ja, ich muss auch noch hier oben drauf. Ja, ich habe eine Idee. Wir können mit Basalt können wir jetzt hier oben den Schornstein machen mit Lagerfeuer drauf und auch nochmal Trapdoors von diesem, Alter, die Axt ist so schnell, von diesem lila Holz und dann machen wir oben Lagerfeuer drauf, dass auch hier drin gerade jemand am, keine Ahnung, essen, da kommt hier oben jetzt der Schornstein raus und köchelt vor sich hin. Das wäre nice, das mache ich eben noch in der Vorbereitung. Und ja, soviel zum Zwischenstand. Dann heißt es bautechnisch Nether-Portal von außen weiterbauen und wir machen dann da diese Welten hier hin. Da würde ich sagen, also hier auf der linken Seite vom Portal in der Overworld sieht es so aus wie die linke Seite meines Bildschirms mit Bäumen, mit Nillium am Boden, mit Lianen und allem. Und auf der rechten Seite von meinem Bildschirm wird es dann so aussehen. So aussehen. So aussehen. Das wird auf der rechten Seite vom Bildschirm sein. In der Mitte klar getrennt mit so Lagerfeuerdingern. Aber egal. Da mache ich mich mal ran. Ich denke mal, das wird dann ganz cool aussehen. Und oh, was sehen denn meine müden Augen da? Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen müde. Seht ihr den? Was sehen meine müden Augen da? Zack. Da war noch eine Enderperle. Die kann ich mal ein. Die habe ich ja vorhin verworfen. Aber was soll's. Schön. Das war erstmal so der kleine Überblick, was passiert ist. Ich hoffe mal, euch gefallen die Fortschritte. Wir machen richtig, richtig gut Progress. Und ja, ich würde dann auch zeigen, was wir so gemacht haben. Denke ich mal mit dem Netherportal.
An dieser Stelle aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde den kleinen Folgenschnitt machen. Wie es weitergeht, seht ihr morgen. Und dann werden wir die Nether Portal Area fertig bauen, würde ich sagen. Da wird ein schönes, sehr, sehr fantasiereiches Gebilde rum entstehen. Und ich hoffe, es wird euch echt gefallen. Aber boah, seht ihr morgen. Seid gespannt. Bis dann, das Krachen. Ciao, ciao.